Guten Morgen, ich bin Hauptkommissar für uneidliche Falschaussagen. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin Jeva Igbebaye und ich möchte jetzt 20 Falschaussagen in Form von Strafanzeigen machen. 20 Falschaussagen? Oh, das wird aber teuer. Ja, ich dachte so an 5.000 pro Falschaussage. Das ist der Tarif, den Ihre Kollegen immer von mir verlangen. Ja, das klingt gut. Damit bin ich einverstanden. Haben Sie das Geld dabei? Ja, natürlich. Da ich genügend Leute habe, denen ich das Geld aus der Tasche ziehen kann, nehme ich das Geld aus der Portokasse. Das ist gut. Danke, Frau Igbebaye. Jetzt können Sie mit Ihren Falschaussagen beginnen. Ich dachte, Sie bearbeiten vorher noch mein trockenes Döschen, Herr Wachtmeister. Wenn ich Leute erpresse oder besteche, werde ich immer so heiß. Da sag ich doch nicht nein. Das ändert aber nichts an der Höhe des Bestechungsgeldes. Wenn Sie mein trockenes Döschen hart rannehmen, bin ich einverstanden. 2 Stunden später. Danke, Herr Wachtmeister. Sie haben mir sehr geholfen. Das habe ich doch gern gemacht, Frau Igbebaye. Wenn Sie noch mehr Falschaussagen machen wollen oder Sie jemanden brauchen, der Ihre Stalking-Opfer für Sie terrorisiert, dann kommen Sie einfach zur Polizeiwache Lütchen-Dortmund. Sie kennen ja den Spruch, die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, die Lütgendortmunder Straße ist mein zweites Zuhause geworden. Ich komme bestimmt auf Ihr Angebot zurück. Bis bald, Herr Wachtmeister.